Hallo zu einer neuen Folge von Reptil TV Technik. Leider ein recht großes Thema in der Terroristik sind ja die Milben. Wir haben euch in Folge 44 die Milbenbekämpfung mit Platanex oder Detia-Strip oder Vapona-Strip hieß es früher, also letztendlich der Wirkstoff Diclofos, haben wir euch vorgestellt. Seit 2013 oder wann ist ja dieses Diclofos verboten, oder 2014, ich weiß gar nicht mehr. Also seit einigen Jahren müssen wir uns ohne dieses praktische, gute Platanex bzw. / Diclofos rumschlagen. Und das ist dann gar nicht mehr so einfach. Aber nach wie vor dieses Universalinsektizid 2000, das hatten wir damals schon. Damals hat man mit den zwei Dingen gearbeitet, haben wir gesagt, nehmen Platanex und nehmen das parallel zueinander. Nach wie vor ist das Universalinsektizid 2000 das Mittel der Wahl, meiner Meinung nach. Der Wirkstoff ist Pyrethrum, das ist Chrysanthemengift. Wird also aus der Chrysanthemenpflanze gewonnen. Pflanzliches Gift wirkt sehr gut gegen Spinnentiere, also tötet die Spinnentiere sehr gut ab. Und die Reptilien vertragen es wirklich gut. Was man auch noch dazu sagen kann oder muss, man verwendet es auch bei den Menschen. Also für Kopfläuse zum Beispiel ist das Pyrethrum auch ein Mittel, was man in der Apotheke kaufen kann, was man für Kinder oder für Menschen nimmt, die Kopfläuse haben. Also es ist für mich ein Indiz, dass es kein so ein extrem brutales Gift ist oder wie immer man das sagen soll. Ne? Also ein relativ gut verträgliches Gift für Säugetiere und für eben auch für Reptilien. Ganz wichtig hier, Insektizid 2000 ist ein Kontaktgift. Das heißt, die Milbe muss dieses Mittel berühren, sie muss irgendwie drüber laufen, sie muss irgendwie drankommen. Das Platanex früher war ein gasförmiges Gift, ne? Man hat es reingehängt ins Terrarium. Das Gas hat sich über die Luft ausgebreitet, dieser Wirkstoff, und die Milben sind über die Luft letztendlich abgetötet worden. Bei diesem Mittel ist es wirklich so, Die Milben müssen es berühren. Das heißt, ich muss zum einen die Milben selber einsprühen bzw. die Tiere einsprühen. Und ich muss vor allem im Terrarium alle Gegenstände, alles einsprühen, damit die Milben mit diesem Gift in Kontakt kommen. Vorweg dann auch nochmal die Frage, woher kommen denn die Milben eigentlich? Also ich höre immer wieder oder ich lese es in E-Mails, da sagen mir Leute, ja, ich habe da und da Futtertiere geholt und habe mir Milben eingeschleppt. Meine Meinung bzw. auch die, was ich in der Literatur lese oder die allgemeine internationale Terrarianer-Meinung ist einfach, man kann sich Milben nicht über Futtertiere reinschleppen, allenfalls durch Zufall. Also die Milben selber sind hochspezialisierte Parasiten, die brauchen die Schuppen von einem Reptil, um überhaupt Blut saugen zu können. Ne? Also eine Milbe kann nicht an einer Maus Blut saugen, weil die Maus keine Schuppen hat. Vom Prinzip her funktioniert es so, die Milbe kriecht unter die Schuppen, die Schuppe drückt auf die Milbe und dieser Druck verwendet die Milbe, um saugen zu können. Ja? Also ist so ein Mechanismus. Also dann ist ja dann auch von vornherein ganz klar, dass, wie gesagt, keine Schuppe, irgendein Nagetier, ein Felltier, kann die Milbe nichts anfangen. Also hält sich die Milbe auch nicht an den Mäusen auf. Klar haben Mäuse auch Milben, aber diese Milben an den Mäusen sind andere Milben als unsere Schlangenmilben. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr euch Milben einschleppt, dann nicht durch die Mäuse und dann auch nicht durch Deko, Einrichtung, sonstiges, man schleppt sich Milben nur durch andere Reptilien ein. Ne? Entweder ich bekomme ein neues Tier, das neue Tier hat Milben oder Milbeneier an sich, oder aber ich war bei einem anderen Terrarianer als Beispiel, habe dem seine Tiere hantiert, eine Milbe fällt runter, sitzt an meinen Klamotten dran oder habe ich an meinen Händen oder weiß der Herrgott was. Es reicht, ich schleppe eine Milbe von einem anderen Terrarianer oder zum Beispiel auch von einer Messe, von einer Börse. Ne? Man geht auf eine Tierbörse, man hat da seine Schachteln. Da muss nur eine Milbe vom Nachbar zu mir laufen. Ich trage die Milbe mit heim. Die Milben können, ich wusste mal, irgendwas um die 1000 Eier legen oder was. Und schon habe ich die Milben in meinem Terrarium. Ja? Also wie gesagt, Milben immer über andere Reptilien oder über Messen, über den direkten Kontakt. Ganz wichtiger Punkt, dann weiß ich auch, woher ich das eingeschleppt habe. Jetzt nochmal die Anwendung selber, weil das ist ja der wichtige Punkt. Wie vorher schon gesagt, also hier dieser Sprühkopf, ne, man schraubt das Ding auf, Sprühkopf rein und dann
geht's los. Dann wirklich großzügig, ihr müsst alles einsprühen. Ihr müsst das Terrarium rundherum einsprühen. Und wie gesagt, stellt euch vor, die Milben laufen. Ja, eine Milbe kann in einer Stunde, also gibt es so einen Bericht, oder die Barkers haben es in ihrem Buch erwähnt, die Barkers schreiben, eine Milbe kann in einer Stunde 15 Meter laufen. Ja, also 15 Meter ist eine ordentliche Strecke. Ich hatte Praktikanten, die sind in zwei Stunden keine 15 Meter gelaufen. Also das ist schon das ist eine richtige Geschwindigkeit. Also überlegt euch, die Milben laufen. Das heißt, ihr habt die in dem Terrarium. Wenn ihr irgendwie in dem Terrarium ein Gift verwendet, die Milben, ich möchte nicht sagen, die sind nicht dumm, aber die spüren das auch. Die Milben können weglaufen. Ja? Also ihr könnt nicht in dem Terrarium ein bisschen sprühen. Die Milben realisieren das. Ein Tier hat auch einen gewissen Instinkt, läuft davon, läuft meinetwegen ins nächste Terrarium rein. Also stellt euch die Milbe wirklich als intelligentes Lebewesen vor, dem ihr leider den Krieg erklären müsst. Das heißt, ihr müsst richtig Barrieren aufbauen. Ihr müsst um das Terrarium rumsprühen. Ihr müsst alle Kanten, wo die Milben rauskommen können, die Lüftungsgitter, die Schiebescheiben, ihr müsst wirklich alles einsprühen, damit die Milbe, wenn sie in irgendeine Richtung läuft, über dieses Gift drüber läuft, das Gift am Körper hat und deswegen verendet. Ja? Wenn ihr das nicht wirklich als richtigen Großeinsatz macht, bringt es gar nichts, weil dann vertreibt ihr die Milben aus der einen Ecke vielleicht in die andere Ecke, beziehungsweise vom einen Terrarium ins andere Terrarium rein. Letztendlich habt ihr die Milben noch am Tier. Wie gesagt, früher hat man dann mit Blatternex oder sowas am Tier gearbeitet, kann man nicht mehr. Jetzt muss man auch das Tier damit einsprühen. Wir haben es probiert bei Boa Constrictor, Königspython, Tigerpython, Netzpython, Teppichpython, Cornard, da habe ich es schon gesagt. Ich glaube, das sind die Tiere, an denen wir das Insektizid oder das Pyrethrum als Wirkstoff schon probiert haben. Die haben es einwandfrei vertragen. Ich würde nicht so arg im Kopfbereich sprühen, damit das Tier nicht das Gift auch vielleicht übers Maul aufnimmt oder sowas. Also ihr könnt auf jeden Fall den Körper einsprühen, vielleicht vorsichtig Kopfregion. Oft sind die Milben ja auch hier unten in dieser den Falte, die Schlangen hier unten am Hals haben, da ein bisschen einsprühen. Also verwendet es am Tier vorsichtig, aber ihr müsst es am Tier verwenden, weil es bringt natürlich nichts, wenn ich das Terrarium milbenfrei habe, aber das Tier hat noch Milben. Ja. Wie gesagt, ich habe euch die Tiere genannt, bei denen es mir probiert haben, bei denen wir überhaupt keine negativen Wirkungen fürs Tier feststellen konnten. Es kann Reptilien geben, die auf dieses Gift vielleicht viel empfindlicher wirken. Also ich möchte euch keinen Freischein geben und sagen, ihr könnt jedes Reptil damit einsprühen. Das müsst ihr gegebenenfalls vorsichtig ausprobieren, ob es Reptilien gibt, die es nicht vertragen. Manche Reptilien nehmen Flüssigkeit über den Körper auf, vor allem Wüstentiere oder auch asiatische Nattern haben zum Beispiel auch das Blatternex oder Diclofos überhaupt nicht vertragen, sind daran sogar gestorben. Also gerade asiatische Nattern wäre ich sehr vorsichtig, Wüstentiere wäre ich sehr vorsichtig mit der Anwendung. Man kann sich auch gern hier über das Forum austauschen, über unser Facebook-Forum oder hier über das YouTube-Forum, an welchen Tieren ihr es problemlos verwendet habt, hilft dann sicherlich auch anderen Terrarianern. Ja. Macht diese Anwendung. Ihr müsst danach, man tut auch danach nichts abspülen erstmal. Man lässt das, dieses Gift, das man versprüht hat, lässt man da drin. Ich würde das Ganze nach 10 Tagen nochmal wiederholen. Also nochmal die gleiche Aktion, alles wieder richtig großzügig einsprühen. Ein zweites Mal wiederholen nach 7 bis 10 Tagen. Dann seid ihr auf der recht sicheren Seite. Bei all unseren Versuchen hat es gut funktioniert. Also es war zum einen war es erfolgreich. Die Tiere haben keinerlei Probleme gezeigt. Also meiner Meinung nach ein gutes Mittel, das sich verwenden lässt. Das Ganze natürlich nochmal völlig haftungsausgeschlossen. Alles, was ich euch hier als Tipp gebe, ist mein persönlicher Terrarianer-Tipp, hat bei mir funktioniert. Ich möchte natürlich keinerlei Haftungen für diese Sachen übernehmen. Auch der Hersteller schreibt drauf, nicht am Tier verwenden. Das schreibt er natürlich drauf, weil er sich auch jeglicher Haftung entziehen will. Ne? Ich habe es gerade erklärt, wie man es machen muss, aber die Haftung übernimmt letztendlich der Terrarianer selber. Wir reden hier von Gift, das ist ganz klar, es ist ein Gift. Aber seid euch auch bewusst, Milben sind auch
sehr gefährlich. Milben übertragen Viren zum Beispiel. Man weiß, dass die Milben Sachen wie IBD, Paramyxovirus, sonstiges übertragen können. Die Milben schwächen die Schlange, weil sie das Blut saugen. Ne? Die Tiere können an einer Anämie sterben. Also Milben sind auch absolut gefährlich. Die Milben müssen raus aus dem Terrarium, müssen weg vom Tier. Und meiner Meinung nach ist das dann hier die beste Möglichkeit dazu.